Jetzt bin ich verwirrt. Also erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin aber trotzdem verwirrt. Bist du auch mit Ton? Ich glaube, der bei der letzten. Ich war mir unsicher. Ich meine, ich habe an dem Tag zwei Videos bearbeitet. Ich meine aber, es war nur eins ohne Ton, was ich bearbeitet habe, weil ich nebenbei halt am Stream gucken war und moderieren war. Und deswegen habe ich gedacht, aber habe ich das halt ohne Ton bearbeitet. Und entweder habe ich zwei Videos ohne Ton bearbeitet und eins so gesehen danach im Nachhinein nochmal gerendert mit Ton. Oder ich habe es bei Cities Skyline und ich habe es bei Cities Skylines vergessen. Oder ich habe das bei Cities Skylines eigentlich, ach nee, bei Bus Simulator eigentlich nochmal mit Ton gerendert, aber vergessen oder die falsche Datei hochgeladen oder irgendwie sowas. Dann machen wir mal die neue Strecke und danach können wir noch die andere. Dann machen diese ganz unten. Hauptbahnhof mindestens eine, Agrarkultur mindestens zwei, Industriezone mindestens zwei, Port Amber mindestens zwei. Fangen wir mit der Kläranlage an. Die sind hier ja eigentlich alle auf Level 3, ne? Genau. Kläranlage. Fangen wir mit der Kläranlage an. Wir fahren von hier zum Hafen, zu den Lagerhallen. Danach fahren wir raus über. Ah, nee, Moment. Dann fahren wir. Ich dachte, hier wäre noch eine Haltestelle. Hier, dann fahren wir raus über. Dann machen wir so, dann fahren wir über das. Na, Moment, das Hafenzentrallager. Dann fahren wir raus über die Bootsbauergasse. Haben wir die Industriezone. Dann müssen wir in der Agrarkultur nochmal einen Stopp machen. Dann fahren wir direkt raus bei der Zuckerfabrik. Drehen dann hier zur Kornstraße. 4, 4, wahrscheinlich hier auch 4, also 11. Und danach müssen wir eigentlich nur noch zum Hauptbahnhof, mindestens eine Haltestelle. Was stoppen wir denn dann da einfach mal? Was ist denn clever? Hier, dann können wir hier wieder zurückfahren. Hier, speichern. Ich weiß mittlerweile, man kann den ganzen Namen ändern, aber ich lasse es einfach mal so. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal diese Strecke, die sollte dann ja auch gleich hier bedingst werden. Und danach machen wir hier, also in der nächsten Folge, machen wir dann eine Strecke, die sich hier auf diese Orte, die wir noch nicht befahren haben, spezialisiert. Ja, aber erstmal fangen wir an mit dieser Strecke und beginnen die Fahrt. Schnellstart aus. Zufällig umgekehrtes aus. Freie Fahrt an die erste, an den ersten. Was war das nochmal? Rundfahrt? Genau, das ist es gewesen. Immer noch alles ja umändern von. Ich muss, wie gesagt, jetzt mal alles umändern von Sonntagsfahrer, das passt jetzt alles, dann können wir die Fahrt starten. Boah, haben wir viel Kohle, holy shit. Kein Event, auch nicht schlecht, es regnet, wie ich höre. Öffnen wir hier die Türen. Entsperren die und dann können wir direkt auch losfahren. Auch mal die Tür nicht offen ist. So. Parkbremse lösen, Tempomat. Und dann können wir eigentlich schon wieder. Ne, losfahren können wir jetzt. Weil der Gang jetzt drin ist erst. Wie wir sehen, regnet es. Ich war nochmal der Scheibenwischer. War das V? Ne. Was war denn ein V nochmal? Das war B, okay. Aber Licht können wir auch anmachen.
Apropos Licht, was war denn das jetzt nochmal? Ich vergesse jedes Mal, was es mit dem Fahrradlicht war. War das die 8? Das war die 8 und die 7 an. Das war der Warnblinker. Die 9 an für die Fahrgäste. Ja. Wir sehen, regnet es. Die Leute rennen hier schon wieder. Ein Kollege von uns. Kommen wir natürlich mal wieder nicht raus, weil auch die Leute hier immer lang sind. Ach, ich muss noch mal was einstellen. Wie immer. Hä? Danke. Dass man das jedes Mal wieder ändern muss, ist auch echt nervig. So, da kommt niemand. Da kommt auch. Da kommt jetzt wieder jemand. Das ist natürlich das Problem, dass halt die Leute so. Natürlich. Dass Leute im Regen halt sehr viel unterwegs sind und halt immer rennen. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen bescheiden. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo diese Dame jetzt gerade ist. Ob die im Bus ist oder nicht. Natürlich war sie im Bus und natürlich sind wir jetzt hier so scheiße geparkt. Ah, dämliche Kacke hier wieder. Okay, dann machen wir es nochmal neu. Fahrt abbrechen, ja, und starten den ganzen Mist nochmal von vorne. Also das ist das Problem, also ich muss, da fahren wir halt ohne Regen, ist mir jetzt auch egal. Also das ist halt echt so ein Problem, da muss ich schon sagen, also schon ein gravierendes Problem, ne? Also irgendwie, das ist halt irgendwie so ein Ding, wo man sagen muss, okay, irgendwie das hindert. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder das einstellen. Nee, gut. Immerhin etwas. Aber das ist halt so eine Sache, die. Ja, wie soll ich sagen? Die sollte halt nicht sein, ne? Das ist halt schon. Sehr störend, dass die Leute halt zum einen hier aufs Gelände gehen, einfach komplett random auf ein Gelände gehen, worauf sie nicht raus sollten. Dadurch man überhaupt nicht weiß, wo der Pathway ist von denen. Es läuft diese. Oh. Also die sollten auf dieses Gelände gar nicht rauf dürfen. Weil das ist halt, ne? Und dann sind sie plötzlich hier irgendwo drin und dann haben wir das Problem, dass wir hier keine Ahnung haben, wo die sind. Und ich kann den Bus nicht auf die Straße zurücksetzen, um den Scheiß zu umgehen. So, ich muss jetzt einfach mal komplett YOLO hier fahren. Damit wir rauskommen. Und ich meine, das stört natürlich auch den. Erst zum einen die Statistik und zum anderen halt auch die Fahrt für die Statistiken, für die einzelnen Fahrten halt, ne? Bremsen. Hoppla. Ja, man kann besser parken, das stimmt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte, selbstverständlich. Danke. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine einzelne Standardfahrkarte. Danke. Bitteschön. Ich kann einen Schlüssel nicht finden. Nutzen wir das einfach mal. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Dann. Nee, erstmal mal gucken, ob irgendjemand hier eingestiegen ist. Hier ist die Fahrkarte. Ne? Und. Oh nein, ich habe sie verloren. Och nee, das ist aber schade. So viel Zeit muss einfach natürlich sein und man kann immer wieder. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Mouncy, okay. Dann wollen wir mal diese Tour. Nächster Halt, Hafen Pier 1. Fahren, Hafen Pier 1. Bin mal gespannt, was das für eine Tour ist. Ob das eine
gute Tours oder nicht, ob die Strecken, ob die ausgewählten Strecken gut sind, sowohl von Money her als auch von der Zeit her. Oh Gott, diese Bremsen, holy shit. Also klar haben wir ja das Industriegebiet, den Hafen. Zum Glück nicht die Agrarkultur, glaube ich. Oder? Doch, auch die Agrarkultur. Also wir haben im Grunde genommen ein Gebiet, wo man sagen kann, wenn wir zu spät sind, wenn wir nicht rechtzeitig an den Haltestellen sind, sind wir immer noch pünktlich. Also. Oh Gott, wie ich diese Scheißstraßen hier hasse, ne? Einen Zentimeter vorne und wir stehen schon wieder. Das ist so ein Fortschritt von 100 Metern pro Minute irgendwie, also das ist halt. Das ist halt eine Strecke, da kann man, also hier kann man gar nicht pünktlich sein. Ups, ich wollte ja immer noch weiter blinken. Wunderbar. Vielleicht schaffen wir es aber noch zu dieser Stelle pünktlich, aber wie gesagt, ich habe eigentlich, klar ist das Goal natürlich, pünktlich zu sein an jeder Haltestelle oder möglichst pünktlich an jeder Haltestelle zu sein, aber auf solchen Strecken ist es eigentlich so ein Ziel, was man eigentlich nicht hat. Fährt er hier rüber? Ne, gut. Gut für ihn. Da hat er ja nochmal Glück gehabt, dass er ja nicht rüber will. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Oh, drei Fahrkarten. Hatten wir schon mal drei Fahrkarten? Ich weiß es gar nicht. Nee, hatten wir schon mal. Wie ich gerade gesehen habe, hatten wir das schon mal. Vom Preis her. Haben wir dann versuche ich mir zu merken, das Maximum, was wir bisher hatten, war ungefähr war 3. Vielleicht bekommen wir noch mal ein bisschen mehr. Oh. Und zu spät. Huch. Ich würde gerade sagen, wir müssen hier mal hinter links abbiegen. Wressel Lagerhallen. Nächster Halt. Wressel Lagerhallen. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Frage ist, hat es auf dem Zebrastreifen genommen? Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Das sind ja ziemlich viele Seniorentickets, die wir gerade. Danke. Ne? Ein Sägewerk ist. Oh. Hoppala, ab zur Bootsbauergasse.
Das war ja die Taste. Warum ist hier so viel von links? Das ist die Hupe. Wie, was soll das für ein Geräusch? Das ist die Hupe. Ich hupe hier gerade. Haben wir eine Hupe gehört? Das andere sind irgendwie quietschende Bremse. Warum auch immer ist es immer quietsch, wenn ich einen auf die Bremse drücke? Gibt es Schadensmodul oder Modell? Das wäre auch nett, so ein Schadensmodell und irgendwie so ein Werkstatt und Waschanlagen und Tankding, also irgendwie, das wäre schon nice. Das wäre vielleicht noch so eine Sache, die so ein bisschen fehlt, keine Ahnung. Oh Gott. Dankeschön. Da kommt nichts. Und YOLO. Vielleicht holen wir gleich ein bisschen Zeit auf, mal gucken. Oder auf Rücktour vielleicht. Nächster Halt, Bootsbauergarten. Also die Haltestellen sind manchmal schon echt ziemlich lang, ne? Jetzt fährt schon wieder weiter. Gutes Timing mit so viel Verspätung, okay. Soll ich jemand rein? Okay. Schon wenn wir schon ein paar mehrere. Ich glaube, wir haben hier an dieser Stelle mehrere Busse, die hier halten. Das wären mehrere Linien so. Na, irgendwie, es ist halt immer Rush Hour hier in diesen Gebieten. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen. Obwohl, es ist schon. Ist schon realistisch, weil hier natürlich viel auch Güterverkehr ist. Oder weil halt hier so mehr oder weniger so eine Art Güterumschlagplatz ist. Auf die Hupe wollte ich jetzt gerade nicht drücken, aber. Ihr könnt immer noch fahren, ne? Das ist euch bewusst. Da ist immer noch keine Sau gefahren. Jetzt fährt erst der Bus. Der wartet hier eine ganze Minute und fährt dann los, weil von rechts dann doch mal was kommt, oder was? Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Start fahren? Oh Gott. Ich hab ab 4 Uhr frei. Scheiße. Ja, schon sehr zeitkonsumierend. Also, wow. Man verliert schon viel Zeit, wenn man ja hier die ganze Zeit an den ganzen. Durch die KI, die fährt oder nicht fährt und meistens nicht fährt, obwohl sie fahren könnte. Wieder ein Unfall auf der linken Seite. Mit der Zufallsdefine finde ich aber echt eine coole Sache. Das, oh Gott! Hoppala. Ist dann auch rechtzeitig gebremst. Zum Stehen gekommen. So, jetzt direkt links. Boah, hier sind aber viele Busse jetzt von uns. Die haben doch sonst immer Lichthupe gemacht, wenn sie da gehalten haben, oder nicht? Bin ich jetzt blöd. Meine schon, ja, zu spät, das ist natürlich jetzt belastend. Ich wollte nicht aussteigen.
Und tschüss, Einzelstudent drucken. Danke. Bitteschön. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzelstandard drucken, 2 Stück. Danke. Bitteschön. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Nee, aber was für eine Fahrkarte möchte ich denn haben? Oh Gott, weiter im Text hier. Holy shit, 3 Minuten fahren wir zu spät los. Nächster Halt, Kornstraße, Landwirtschaftszentrum. Wer weiß, vielleicht holen wir jetzt halt noch auf. Wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Und auch zurück. So, wir sind doppelt vor uns. Also mich würde halt echt interessieren, wie sich so die Zeiten von Haltestelle zu Haltestelle generieren, ne? Ist da so die... ist da in diese... Was habe ich gerade eben nochmal gesagt? Verdammt. Beinhaltet das auch die... das Potenzial von verstopften Straßen? Oder nicht? Weil prinzipiell muss ja von... müsste es ja prinzipiell generiert werden von dem Standardfall, sag ich jetzt mal. Sprich, ohne irgendwelche random Events. Also, ne, ich meine jetzt nicht Zufallsevents. Also klar, Zufallsevents sind es ja schon, aber es sind ja eher solche... Oh Gott, was war das denn jetzt? Mit Zufallsevents meine ich eigentlich eher die... sowas wie Unfälle auf der Straße oder sowas in der Richtung, ne? Wie man es ja auch von ATS und ETS 2 kennt. Mit Random Events meine ich jetzt halt diese zwei Vorgegebenen, also gut, das sind natürlich auch vorgegebene Sachen mehr oder weniger, aber halt sowas wie Rush Hour oder hier Feiertag oder sowas, was halt ausschlaggebend ist für den Betriebsverkehr, sag ich mal, ne? Also, entweder man hat halt komplett verstopfte Straßen, ganz viele Fahrzeuge, die auf der Strecke sind, oder man hat halt immens viele Leute, die reinkommen, die Karten ziehen und so weiter, ne? Also, wie zum Beispiel Feiertagen, so ist halt. So, weiter im Text ab zum Bahnhof. Minus 4 Minuten fahren wir los und 1 Minuten haben wir Zeit. Ja, vielleicht schaffen wir es sogar noch. Ich finde es sehr interessant, wie der Spiegel leckt und so, ne? Aber auch nur der Spiegel gerade. War das in der vorherigen Folge auch so? Ich weiß es gar nicht. Foto von meiner Katze zeigen. Nicht während der Fahrt. Wenn wir angekommen sind am Bahnhof, können wir das gerne machen. Es sei denn, sie müssen den Zug erwischen, dann vielleicht ein andermal. Es sei denn, sie meinen jemand anderen. Oh. Holy shit, was war das denn? Einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also. Ich glaube, das wäre total schön. Was war das denn gerade für ein komischer Stolperstein da? Okay. Kannten wir den Dialog schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir sind jetzt nicht überpünktlich, aber wir werden nicht überpünktlich sein, aber es könnte gut sein, dass wir zumindest kein Minus dafür bekommen. Wir werden sehen. Ich hoffe, das ist unsere Ampel. Da ist sie. Und wir haben Zeit hier rüber. Hoffentlich erwischen wir die. Vielleicht haben wir es halt auch doch nicht.
je nachdem, wie das Ganze jetzt hier abläuft. Mit den grünen Phasen. Wahrscheinlich wird draußen Rotphase und dann wird auch das wieder nichts. Wir haben zumindest schon mal den Bahnhof. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Nee. Die haben ja echt mal gerockt. Aha. Okay. Gut zu wissen. Na, 1,5 Minuten. Mal schauen. Das sind auch schöne Skulpturen hier. Das nenne ich Kunst. Ah, geht doch. Spielen sollen. Wir machen euch hiervon. Das für die Folge. Mit den Skulpturen ist auch ganz schön. Will man einsteigen? Nee, will ich mal einsteigen. Dann können wir ja zurückfahren zur nächsten Station. Nächster Halt, Kornstraße, Landwirtschaftszentrum. Sie wollte nur aussteigen, sie hat nicht gesagt wo. Aber die Ampelphase noch bekommen. 3 Minuten haben wir Zeit. Das könnte unsere Chance sein, diesen nächsten Halt mal pünktlich zu haben. Wir müssen ja in den Kreise, in den Kreise blicken wir rechts, damit wir den Pluspunkt bekommen. Ich frage mich halt echt, ob man Minuspunkte auch noch aushebeln kann. Wenn ja, also klar wird es dann wahrscheinlich, wenn das geht, dann wird es wahrscheinlich. Was ist denn das? Da ist keine Bodenschwelle gewesen und trotzdem brechen wir irgendwie rechts ein. Das ist nicht das erste Mal gerade gewesen. Ist ja wahrscheinlich auch nur so, ne? Was weiß ich. Mit 2 Minuspunkten vielleicht möglich, oder mit 3 oder unten ab 4 wird es dann wieder schwierig, je nach Route. Oder einer ist möglich und ab 2 wird schon schwierig, schätze ich mal. Also wenn das dann irgendwie so ist. Also um halt die 5 Scheine zu bekommen natürlich. Ne? Davon gehen wir natürlich aus. Das sollte natürlich so das Non-Plus Ultra sein, was so das Ziel betrifft. So, Kornstraße. Oh Gott, die sind auch pünktlich. Und auch wieder fast verfehlt. Wunderbar, wir sind pünktlich. Nächster Halt, Kornstraße, Landwirtschaftszentrum. Dass ich das nochmal erlebe. Genau pünktlich. Perfektes Timing, perfekte alte Position, so sollte es sein. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Tagesfahrkarten. Bitte schön. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Standardfahrkarten, okay. Danke. Bitte schön. Ach komm, jetzt Zeit nehmen wir uns noch. Oh, tut mir leid, ich... Klar. Jackpot. Na klar. Wo hab ich denn... Augenblick. Okay, die andere hat ja schon, das wissen wir ja. Den können wir mal mitnehmen. Dann schließen wir die Türen und fahren los zur Zuckerfabrik. Nächster Halt, Zuckerfabrik.
sind auf einer Vorfahrtstraße. Warum wird Vorfahrt gewährt? Das verstehe ich nicht. Warum wird Vorfahrt gewährt? Linksabbieger, der lässt uns vor, wunderbar. Über jemand rüber, umso besser. Puh. Ich habe mich jetzt leer getrunken. Soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junkfood? Ah, ich glaube, ich probiere mal Street Food. Hallo? Dankeschön. Der Platz gemacht, warum auch immer. Nächster Halt, Zuckerfabrik. Zu viele vorne aussteigen. Oh. Damit habe ich nicht gesehen. Woche, Standard, drücken. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzelstudent drucken. Danke. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine einzelne Fahrkarte kommt sofort. Boah. So, Türen schließen. Parkposition. Das ist nicht mal Uhrzeit. Puh. Und weiter geht's. Zurück zum Industriegebiet und danach zum Hafen. Lasst uns vor, umso besser. Weil sehr wunderbar, was heißt umso besser? Umso besser, ach umso besser. Wunderbar und perfekt wäre das Beste. Was man jetzt sagen möchte, aber zumindest hätten wir das sagen können. Ich wusste, hier kommt ein scheiß Startloch. Ich hab's nur wieder vergessen, wo es war. Das ist jetzt belastend. Das war unser dritter Minuspunkt. Kriegen wir hin. Das nenn. Tschüss. Tschüss. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte schön. Und ab zu den Wessel-Lagerhallen. Wessel. Oh, meine Fresse. Das macht ihr doch extra, oder? Oh, ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ich wollte eigentlich gucken, wie viele Plus- und Minuspunkte wir jetzt gerade haben oder wie das mit den Sternen gerade aussieht. Aber das habe ich jetzt auch gerade wieder vergessen.
Jetzt haben wir hier eher diese besondere Stelle. Schauen wir mal kurz nach. Okay, 4 Sterne, auch nicht schlecht, nicht schlecht. Auch nicht schlecht, vor allem. Nicht schlecht. Näher dran, dann kommen wir vielleicht auch wieder vom Fleck. Der will rechts abbiegen. Der hat die ganze Zeit fahren können, die Sau. Ja, will mich doch nur ärgern. Okay, noch nicht hier, die nächste. Das ist verwirrend hier. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Sehr schön. Ab zum Pier 1. Nächster Halt, Hafen. Pier 1. Dass man die Zeit natürlich aufholen kann, das weiß ich. Es ist aber auch schön, dass man den Sound von unseren Bussen hört, wenn sie über eine Bodenschwelle fahren. Also von unseren Kollegen, so gesehen, von unserer KI, die für uns fährt. Wir sind spät dran. Beeilung! Hier will jemand raus. Nächster Halt. Wasseraufbereitungsanlage. Endstation. Bitte alle aussteigen. Dann fahren wir mal zur Endstation. Da haben wir nochmal ein bisschen... Also das Ding ist halt, man muss halt immer die Türen aufmachen, ne? Also das ist das Problem. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein. Man kann halt nicht so wie in der Realität, man sieht, okay, man ist so spät dran, es hat niemand drauf gedrückt, dass jemand raus will, da steht niemand an der Bushaltestelle, dass man da einfach vorbeifahren kann, so, ne? Man muss halt immer halten, die Türen aufmachen und Türen wieder zumachen und dann weiter im Text. Dadurch kriegt man natürlich auch wieder so um 10 Sekunden oder so. Moment. Oh, wo ist meine Tasche? Das weiß ich nicht. Weißt du, dass wir vielleicht bei der Kläranlage noch einen Pluspunkt bekommen für das Rechtzeitigsein? Ob wir schon, wieder einen Negativpunkt bekommen fürs Spätsein? Meine Güte. Nächster Halt. Wasseraufbereitungsanlage. Endstation. Doch, am Ende geblieben. Geblitzt, gedingst. Parken in Perfektion. 5 Sterne sind es nicht geworden, aber immerhin, ne? Immerhin dieses Müll, dann machen wir es mit dem Müll mal eben und
doch bestimmt noch mehr hinterlassen an Müll, oder? Jawohl. Hier hinten noch. Dann beenden wir die Fahrt, weil wir einfach dafür auch nochmal einen Pluspunkt bekommen am Depot. Für dieses bescheidene Depot ist. Da geht aber gerade aus, sehe ich es richtig? Das war ganz belastend. Scheiße. Oh Mann. Das ist richtig belastend. Aber so richtig, richtig belastend. Batz, vier Scheine zumindest, 21.500. Es hätten auch 22,2 sein können. Eieiei, aber nicht schlecht. Es ist ein steigender Prozess, das ist natürlich schon mal gut. 223.000 haben wir bekommen. Ja. Also Woche 24, 25. Hallo? Was haben wir jetzt auch hier? Dann müssen wir noch hier einen Bus drauf machen und dann können wir uns dann in der nächsten Folge hier rum widmen und dann haben wir auch den westlichen Bezirk freigeschaltet. Erstmal kaufen wir uns einen Bus dafür. Nehmen einfach auch wieder einen Citaro. Ganze verkaufen und leveln und neue Busse nehmen, das machen wir ein andermal dann. Oh, das machen wir immer nochmal. So, wieder den anwenden. Dann haben wir den, dann holen wir uns noch einen Angestellten, einen Profi selbstverständlich. Profi, 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 Geselle, das ist noch ein Geselle, zwei Gesellen haben wir. Der Rest ist Profi, das ist doch schon mal sehr gut. So, Fahrer zuweisen. Einmal hätte ich gerne den Citaro K und die Katja Krause. Dankeschön, dann haben wir das auch. Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ich sehe euch in einem nächsten Video von Bus den Leute 18 oder in einem anderen Video hier auf dem Kanal wieder.